Guten Abend, dies ist eine Wahlwerbung der ÖHKV. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen des Haares, heute ist Gänsehaut mein Ziel. Ich möchte die Kontraktion Ihrer Haarbalkmuskeln anregen, in Fachkreisen auch wegen dem Aufrichten der Haarfollikel Piloerektion genannt. Ich möchte heute ein Thema ansprechen, das verdrängt wurde, beiseite geschoben, unter den Teppich gekehrt oder unter irgendwelchen Bodenklappen verschwand. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit bin ich bei meinem Thema Haarabfall. Nicht Haarausfall, Haarabfall. Also das, was am Ende der Figaro-Prozedur um einen herum auf dem Boden liegt. Es ist in meiner Art, dort weiterzudenken, wo andere damit aufhören. Oder haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, was mit den Haaren passiert? Ich sage nur B3070. Ja, B3070. Wir wissen nicht, was ich meine. Nein, dann lassen Sie mich aus einer EU-Verordnung zitieren. Anlage 8 des Basler Übereinkommens aus dem Kundmachungsorgan Bundesgesetzblatt Nr. 229 von 93, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Römisch 6 von 2000. B3070 ist demnach das Kurzzeichen für menschliche Haarabfälle. Die in dieser Liste aufgeführten Abfälle gelten nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe A des Basler Übereinkommens als gefährlich. Zitat Pause. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt kommt der Hammer. Die Nennung eines Abfalls in dieser Anlage schließt nicht die Anwendung der Anlage 3 aus, um nachzuweisen, dass ein Artikel nach Abfall 1 des Basler Übereinkommens nicht gefährlich ist. Zitat Ende. Danach geht es um Haaresbreite, ob Haarabfall Sondermüll ist oder nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es kann doch nicht sein, dass wir Sondermüll auf dem Kopf tragen. Unsere Kopfgeburt im Land der Dichter und Denker, Sondermüll. Okay, der ein oder andere hat vielleicht etwas Sondermüll im Kopf, aber das kann er ja umweltverträglicher Fotislamps entsorgen. Aber bei unseren Haaren geht es um mehr. Es geht um ein Kulturgut, menschliche Hinterlassenschaft, so dass ich Sie heute ganz persönlich hier und jetzt bitten möchte, meine zur Wahl angetretene Partei zu unterstützen, die ÖKHV, die Ökologisch-Kulturelle Haarverwertungspartei, zu unterstützen. Denn unsere wichtigste Forderung ist Haarabfall raus aus der Sondermüllverordnung. Danke, meine sehr verehrten.